I walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier. Es ist wieder Montag. Es ist Game Battle Montag oder Game Battle Monday. Folge 5 und auch Map Nummer 5 der sechsteiligen Game Battle, die wir bisher gespielt hatten. Wieder mit dabei natürlich Tobi und David. Klar, die haben das Spiel währenddessen nicht verlassen. Wir spielen wieder auf Warhawk zum zweiten Mal jetzt. Ich kann euch schon mal ankündigen, auch die nächste und letzte Folge von dieser Game Battle wird wieder auf Warhawk sein. Ihr kennt die Prozedur, wir rennen eigentlich zu B, aber da wir das ja wie gesagt schon so oft gemacht hatten, haben wir uns jetzt hier für A entschieden. Da habe ich gerade den ersten Gegner geholt. Schön durch den Zaun durch. So, da dachte ich, da liegt noch mal einer. Hab dann zu David, der mich gefragt hat, ob ich da einen sehe oder ob ich einfach nur so schieße, gedacht, ich will ein bisschen demütigen, und David meinte dann, ja, nee, also so oft wie die jetzt verloren haben, die wurden schon oft genug gedemütigt. So, wenn ich es richtig sehe, sind nur noch zwei übrig. Jetzt, genau, da ist der letzte. Genau, so, zack, Runde Nummer 1 gewonnen. Ich mit 2 Kills und Tobi hat auch einen geholt. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, aber er hat ihn geholt. Darauf kommt's an. So. Jetzt Seitenwechsel, jetzt sind wir auf Verteidigung, das heißt Tobi und David machen sich auf den Weg zu B, ich gehe alleine nach rechts zu A, und dann schauen wir mal, wie es hier läuft. So, da ist die obligatorische Stun-Nate, eingestunt, wunderbar, da weiß ich, da ist mindestens einer, zack, den mit der Nate geholt, David meinte, meine Nates sind göttlich, zweiten auch gleich, und, wo ist der Team-Bash, wo ist der Team-Bash? Wo ist er? Hin am Zaun? Nein. Da ist der Team Bash. Bams. So. Genau. Alle drei geholt in der Runde. Die haben versucht, A zu pushen. Ich habe sie erfolgreich abgehalten. Sieht zwar so aus, als hätte Tobi den bekommen, aber ihr seht es hier. Das war meiner. Tobi hat auch lautstark protestiert, aber David meinte, nee, ein Team Bash wird nicht geklaut. So, also, ich stehe jetzt schon 5-0 in Runde Nummer 2. Jetzt gehen wir wirklich zu B, nicht so wie gerade eben zu A. Und normaler Weg hintenrum. Warum eigentlich immer hintenrum? Weil der noch geradeaus der schnellste Weg wäre. Ja, wenn einer von denen sich entscheidet zu snipen, dann rennt der mal schnell unten in die Bäckerei, steht da mit der Sniper und holt uns noch, während wir auf dem Weg sind, weg von von unserem Weg. So, dann wurde angesagt, hier unter Wasserturm. Wo ist er? Wo ist er? Ist schon weg. Tobi ist gerade gestorben. Panzer in der Mitte, meinte er. So, alle drei noch am Leben. Also, die drei Gegner, David und ich. David in der Post, ich hier. Damit sichern wir so ziemlich alles ab, was man absichern muss. So, jetzt bin ich gestorben. Das ist ein ganz, ganz böser Spot. Unterm Zaun durch, mit der Thermalsniper. Ja, leider war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, ich will nicht sagen, in der Lage, da jemanden zu erkennen. Mittlerweile ziele ich nicht mehr auf die Notaufnahme, wie ihr es hier überall seht. Hier übrigens schön, David die letzten beiden auch noch geholt. Und damit wieder Runde 3 gewonnen. Sonst hier im Game Battle seht ihr, ich gucke immer in die Notaufnahme rein. Inzwischen habe ich meine Strategie geändert, sondern ich gucke unten unter den Zaun und erkenne da sofort, wenn sich einer hinlegt, und kann den einfach schnell holen. Und wenn notwendig, dann wechsle ich natürlich schnell auf die Notaufnahme, was eigentlich auch in den meisten Fällen gut funktioniert, weil der Spot hat sich mittlerweile im Public-Bereich so weit verbreitet, dass man doch Gedanken haben muss, okay, wenn ich jetzt immer nur Notaufnahme bin, ja, dann verliere ich da quasi jedes Mal die Battle. So. Wieder eingestunt, aber keinen geholt. Schade. So, das war Tobi, der mich angehittet hat. Da kriegt eine Nate dafür zurück. Zack, ich krieg einen Hitmarker und einen Gegner sehe ich auch noch. Hol den. So. Letzter Überlebender. Epic Snipes 1. So, wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Und zack. Schön. Das ist eine schöne Killcam. Einfach mal kurz um die Ecke gerutscht. Und wenn man ihn da nicht kurz gesehen hätte, dann hätte man meinen können, ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Wallhack an und habe gesehen, dass der da hinten ist. Aber man hat ihn ja kurz gesehen, von daher war klar, dass ich ihn gesehen hatte. Und
Ja, kann keiner vermuten. So, 7-1, Runde Nummer 5 jetzt. Steht 4-0. Wenn wir 6-0 gewinnen würden, das wäre natürlich nicht schlecht. So, wir wieder zu B. Tobi kommt diesmal sogar mit zu B. Der wird sich hinterm Jeep positionieren mit seiner Thermal-LMG. Ich glaube, die M127 oder M27 spielt der. So, jetzt gucke ich erstmal da. Pre-Fire ein bisschen. Die Smoke war von Tobi, was mich extrem geärgert hat, dass er die geworfen hat, weil ich sehe natürlich nichts mehr. Sobald dann das Smoke ist, dann bin ich da schutzlos ausgeliefert, wenn die mit Thermal-Sniper spielen, was wir ja gerade gesehen haben. Von daher bin ich ein bisschen nach vorne gepusht, weil an meinem Spot konnte ich nicht stehen. So, David hat eingeholt und am Wasserturm ist der nächste, den habe ich geholt und jetzt fehlt noch einer. Weg ist er. So, den hat bestimmt Tobi geholt, oder? Ja, guckt's euch an. So, das bin ich. Und da ist er. Zack, 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 zack. Spielt mit Inkognito oder mit Aussteiger. Bin mir gar nicht sicher. Deshalb hat man den Thermal nicht gesehen, aber ja, ganz ehrlich, braucht man kein Thermal, um den Gegner da zu entdecken. So, 5-0. Wir müssen nur noch die eine Runde jetzt gewinnen. Dann haben wir 6-0 und damit perfekt gewonnen. So, Nate fliegt. Keinen gestunt. Das ist das Anzeichen, dass niemand hier ist. Das heißt, alle bei B, alle drei. So, jetzt aber schnell zu B. Ihr seht, ich gucke gar nicht nach links und rechts. Was manchmal sehr riskant ist, weil wenn sich am Spawn einer hinlegt oder hier links oben auf dem Truck oder auf dem Schild einer hockt, ja, zack, seht ihr, da habe ich Glück gehabt, dass ich den noch bekommen habe. Der hätte mich auch genauso gut holen können. So, jetzt. Da ist er irgendwo. Da hinten ist er irgendwo, heißt es. Der ist hinter weißen Truck gewesen und. Ach, Mist. Unglaublich, oder wie schnell er mich gedroppt hat. Der wusste natürlich, okay, der hat sich da irgendwo positioniert, weil den, sein Teammate, den ich vorher geholt hatte, der hat natürlich angesagt, okay, der ist weiter in deine Richtung gelaufen und hintenrum war ihm vielleicht zu riskant. Vornerum hat er mehr Platz zu agieren und ist einfach, ja, pre-aimend um die Ecke gekommen. Hat mich dann recht schnell bekommen. Ich habe ihm noch ein, zwei Kugeln gegeben, hat aber leider nicht gereicht. So, Tobi fragt A. Wir sagen nein, B. Er geht trotzdem A. Aber, naja, mal gucken, vielleicht holt er ja in der Runde eine. So, wir haben übrigens natürlich jetzt nicht 6-0 gewonnen, sondern jetzt steht es 5-1. Wir wollen den Gegner natürlich auch eine Chance lassen. Müssen sie ein paar Runden gewinnen lassen, weil sonst haben sie keine Lust. So, da der Wallbang. Wunderschönes Ding. So. Okay, jetzt bin ich alleine gegen zwei. Schnell blenden, schnell, 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 schnell. Und dann gucken, wo kann ich hin, wo kann ich hin, wo kann ich hin, wo kann ich hin. So. Da hinten kommt einer. Beinahe versteckt sich die feige Ratte. Frisst das. Nicht geholt, nicht geholt. So. Die Jungs sagen schon an, von rechts, von rechts. So, weil Tobi ist da von rechts geholt worden, beziehungsweise David, und jetzt da. Da sieht er mich ganz kurz für ein Stückchen. Ich wäre da vorne gestanden, dann hätte er vielleicht nicht bemerkt. Naja, was soll man machen? So, 5-2 jetzt an der Stelle. Haben erneut defused, aber noch ist nichts verloren. Die müssen erstmal noch drei Runden gewinnen, dann steht es unentschieden und dann geht es in die Verlängerung. Aber ja, das wollen sie erstmal schaffen. So, ich stehe mittlerweile 10 zu 3. Da es hier so viele Runden gibt, kann man auch mal 10 Kills machen. Ist aber zum Beispiel im Public-Bereich eher selten, weil da geht es nur bis maximal, wer 4 Punkte hat. Das heißt, insgesamt maximal 7 Runden. Und in 7 Runden 10 Kills, ja, kommt selten vor. So, hier wieder keiner, der mich geholt hat, beziehungsweise den ich angehittet hat. Tobi ist geholt worden, meinte, unterm Truck ist einer. Ich habe erst gedacht, da am Auto. Der war aber nicht am Auto, sondern da hinten, beziehungsweise ist mittlerweile da nach hinten gelaufen. Hier der Truck links von mir, der war gemeint. So, der ist da noch irgendwo, denke ich mir. Geh hin und. Ah, waren es beide da. Der eine lag da, den habe ich natürlich nicht beachtet, sondern der da hinten stand. Auf den hatte ich geschossen. Zwei gegen David. Mal gucken. So, hat den gesehen. Legt sich hin. Wollen die bei B planten? Wollen sie bei B planten? Nein. Tja, ihr werdet sehen, es war ziemlich knapp um ein Haar. Achtung. Ja,
fast wäre er vorbeigerannt. Aber, naja, hat doch bekommen. Das heißt, jetzt steht es 5 zu 3. Wäre zu schön gewesen, 6 zu 0 zu gewinnen. Aber naja. So, wir wieder auf Plant. Altgewohntes Spiel. Wir gehen zu A. Nein, Spaß. So, wir gehen tatsächlich zu A an der Stelle. Ich bin gestunt, Tobi ist gestunt. Oh, Hitmarker. Ich kriege ihn einfach nicht weg. Und David holt den mit der Nate. Zack. So, Assist bekommen. War tatsächlich der Einzige, der A gesichert hat. Nein, hinten an der Tür war wohl noch einer. So, einer fehlt noch. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Der war sicherlich B, deshalb gucke ich. Da war er. Und, leider nicht. Unfairer Vorteil, er spielt mit der Mal. Das macht es Aim ein bisschen einfacher. So, aber wir haben ja hier nur noch, wir haben noch zwei Leute, die übrig sind. So, Tobi denkt, er ist da sicher. Und, tja, war wohl nichts. Da messert er ihn. So, aber David muss nur noch 10 Sekunden durchhalten. So, und wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen. Zack, da ist er nicht. Gewonnen und zack, da holt er sich noch einen letzten Kill ab. 6 zu 3 gewonnen die Runde. Ich denke, war eine ansehnliche Runde. Mal gucken, wie der Endscore ist. Ich glaube, ich hatte in der letzten Runde hatte ich kein Gold. Ne, nur Assist bekommen. Also 10 zu 3. 10 zu 3 müsste mein Endscore sein. Schauen wir, schauen wir, schauen wir. 10 zu 5. Ah, okay. Zwei Tode unterschlagen, hat keiner gemerkt. So. David, da er immer die Bombe plantet, steht trotz weniger Kills oben. Von daher, auch die Runde erneut gewonnen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es die letzte Folge, letzte und sechste Folge von der Map. Keine Sorge, Game Battle Monday geht weiter. Ich habe bereits weitere Folgen hier im Petto. Was ihr euch in Zukunft auch mal merken könnt, David und ich, und aktuell sind es erstmal nur David und ich, haben uns jetzt bei der CSL angemeldet, also bei der Konsolen League oder Konsolenliga, und machen dort 2 vs. 2. Suchen und zerstören, klar. Unser erstes Match ist, wenn ihr jetzt heute das Video seht, diese Woche Donnerstag. Das Ganze werde ich aufzeichnen. Sorry, ich werde es nicht live streamen, weil sollte einer von den Gegnern halt irgendwie gucken, oh, ist auf Twitch ein gewisser Alomo unterwegs, findet mich und wir sind dann mitten im Stream bei 15 Sekunden Verzögerung. Ja, da kann der halt sehen, wo wir hinpushen. Dann müssen die sich gar nicht die Mühe machen, zu A oder zu B zu gehen, sondern können einfach 15 Sekunden warten, sehen, oh, die sind zu B, gehen zu B, sind beide bei B und ja, dann haben wir einen Nachteil. Deshalb werde ich das Ganze nicht streamen. Ich werde das Ganze aber nichtsdestotrotz aufzeichnen und ihr könnt euch darauf freuen, dass es eventuell noch eine weitere Serie geben wird auf dem Kanal, denn ich dachte mir, CSL-Matches, das ist ein bisschen anders als so eine Game-Battle. Viel, viel, viel strengere Regeln und es ist nur 2 gegen 2 auf den normal großen Maps. Das heißt, das Ganze ist, ja, spannender, kann man mal sagen, weil es gibt viel mehr Möglichkeiten, beziehungsweise es sind viel weniger Leute auf der gleich großen Map unterwegs. Von daher werde ich vermutlich eine neue Serie einführen. An welchem Tag das kommen wird, weiß ich noch nicht. Wie das Match ausgeht, weiß ich auch noch nicht. Aber auf jeden Fall werde ich jede Folge hochladen, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Denn, ja, CSL-Match ist CSL-Match, da muss man sich nicht schämen, wenn man verliert. Ich meine, da melden sich auch eigentlich nur Leute an, die tatsächlich so ein bisschen was drauf haben. Und ich hoffe mal, David und ich sind da in der Lage. Wir sind mittlerweile beide unter den Top 1000 in Suchen und Zerstören, und zwar weltweit auf der PS4. Von daher, ja, warum soll man uns denn scheuen, in Suchen und Zerstören zu zweit irgendwie zwei andere zu challengen, die vielleicht irgendwie unter den Top 10.000 sind. Von daher, neue Serie CSL Battles. Mal gucken, wann und wo. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche. Wir hören uns entweder am Mittwoch bei Outlast oder nächste Woche beim nächsten Game Battle Monday. Haut rein, euer Alomo.